1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ja, das ist eine relativ kurze Domian-Woche durch Pfingsten. Aber ich freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über was, dann meldet euch ganz einfach unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt auch kostenfrei unter domian@wdr.de. Ganz gespannt bin ich jetzt auf die erste Anruferin heute Nacht. Das ist die Martina. Und Martina ist 35 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Martina. Und mein Problem ist mein aktueller Ex-Freund. Also seit einer Woche sind wir eigentlich offiziell nicht mehr zusammen. Ja? Wie lange wart ihr zusammen? Drei Monate. Wir kennen uns seit 5 Monaten, waren ja. 3 Monate zusammen. Ja. Und ich habe das Gefühl, er liegt im Verhalten an Tag, also dem eines Stalkers gleich. Und der hat wirklich vor, in die Nachbarwohnung zu ziehen. Das heißt also, ich schiebe ja wirklich Panik, dass ich dann keine ruhige Minute mehr habe und hier von morgens bis abends beschattet werde. Also die ganze Sache ist ja noch, ist eigentlich eine relativ kurze Beziehung von 3 Monaten. Mhm. Ist aber ja noch, ziemlich intensiv. Ja, also hier ging es eigentlich jede Woche rund. Im Positiven? Nee, im Negativen. Also im Negativen. Ich habe mich noch nicht so ganz damit befasst, aber ich glaube... Das heißt, er war ein Fehlgriff? Ich glaube, dass er Borderliner ist. Der war auch irgendwie vor ein paar Jahren in der Psychiatrie und wurde da mit Hilfe der AIDS-Hilfe wieder irgendwie rausgeholt. Aha. Was hat dich denn an ihm so angemacht, dass du dich auf die, wenn auch sehr kurze Beziehung, eingelassen hast? Also zum einen habe ich ja selber eine schwere Kindheit gehabt, Vater Alkoholiker, und dann weiß man natürlich, mit solchen Leuten umzugehen, also mit Problemfällen. Von daher habe ich immer den Hang gehabt, mir also Problemfälle zu suchen. Ach so. Ja, ich war dann 6 Jahre lang eigentlich ja fast durchgehend Single, weil ich eben den Hang kenne, bis mal bei ihm dann wieder passiert ist. Ansonsten ist er ja wirklich ein netter Typ. Und eben... Gab es denn in diesen 3 Monaten mal wenigstens ein paar Wochen oder eine Woche mal, wo es richtig, richtig gut war, rundherum gut war? Ja, 6 Tage war es gut und komischerweise immer montags, dann hatten wir auch ein bisschen Krach gehabt, wegen Kleinigkeiten. Ja, dann hast du dich aber dann doch noch eine Weile hingequält, bis du, ich gehe mal davon aus, dass du gesagt hast, Schluss. Wir hatten uns letzte Woche derart in der Wolle gehabt, der hat mir Sachen an den Kopf geknallt, die waren mir jetzt völlig neu. Er ist gegangen und ja, damit war das Ganze beendet. Was hat er dir an den Kopf geknallt? Wie gesagt, ich hatte eigentlich forciert, dass er in diese Wohnung zieht, ne, weil ich dachte, wenn AIDS jetzt wirklich bei ihm ausbricht, ist das sehr praktisch, wenn ich ihm helfen kann direkt. Hm. Wir waren dann im Baumarkt gewesen. Das habe ich gerade gar nicht richtig verstanden. Er ist HIV-positiv. Mhm, genau. Mhm. Also er war 10 Jahre lang schwul und hat sich dabei dann eben mit Virus gefangen. Oh, es wird aber immer komplizierter. Ich war immer 10 Jahre schwul und die Frage war, du hast Schluss gemacht, klar. Und er ist gegangen. Und damit ist dann eigentlich die Sache beendet. Also wenn man sowas an den Kopf knallt alles, ne? Wie gesagt, ich sei link und berechnend und ich hätte ihm das Geld aus der Tasche gezogen. Also es verkehrt eigentlich sein Verhalten immer in das Gegenteil, also dass ich alles gemacht hätte. Ja, so, jetzt, also Kuddelmuddel war da. Irgendwie alles ein bisschen komisch. Mhm. Und jetzt hast du Angst, dass er in die Nebenwohnung einzieht. Er hat es angekündigt. Ist die denn frei, die Wohnung? Ja, ja, klar. Ich hatte es selber forciert gehabt, eben weil ich dachte, das ist dann ganz praktisch. Ne? Mhm. Ach so. Jetzt verstehe ich ja. Ich war der Meinung, wenn wir nicht mehr zusammen sind, dass wir dann trotzdem noch befreundet sind, weil wir waren ja auch vorher befreundet. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also... Hast du dir auch teilweise jetzt eingebrockt, ne? Ja. Dass du dich... So eine frische Beziehung, dass du da schon irgendwie so eine Wohnungsgeschichte da ins Gespräch bringst, ist eigentlich nicht gerade so ganz klug. Ja, Moment, wir wollten ja nicht zusammen. Nee, ist mir schon klar. Ist mir schon klar. Aber ich würde, wenn ich mit jemandem erst 3 Monaten zusammen wäre, würde ich auch nicht irgendwie versuchen vorzuschlagen, dass er in die Nachbarwohnung einzieht. Wäre mir noch zu früh. Dann hast du den an der Backe und dann läuft er dir im Treppenhaus immer und man weiß nicht, ihn loszukriegen. Jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Du kannst ihn ja nicht denunzieren und kannst ja nicht bei dem Hausbesitzer sagen, hier, das ist ein Krimineller oder der hat sie nicht mal, oder so, kann man ja nicht machen. Mhm.
Gibt es denn gar kein vernünftiges Gespräch mit euch beiden mehr? Geht das nicht? Also geht wie gesagt hin und her. Dann bekomme ich irgendwelche fiesen SMS. Die fiesen Mails habe ich heute erst gelesen. Dann bekomme ich wieder Liebesbriefe. Mhm. Dann irgendwelche Anrufe zu unmöglichen Zeiten. Der war am Wochenende da. Also ich hatte dann eine SMS gekriegt. Er weiß, wo er mich finden könnte. Und dann war er auch tatsächlich da. Mhm. Hat mich 45 Minuten lang beobachtet und fotografiert. Was sollte ich dagegen tun? In deiner Wohnung? Nee, ich war auf einer Veranstaltung, da wusste er, dass ich da bin und dann hat er sich da hingestellt, großer Platz und mich wirklich die ganze Zeit beobachtet. Ach. Dass andere also auf mich aufgepasst haben. Mhm. Ja, und fotografiert dabei. Und danach hat er mir eine SMS geschrieben, er wollte mich nur sehen. Ja. Klingt wirklich nicht erquicklich. Nee, eben. Ich meine, du kannst ja mal, hast du ein gutes Verhältnis zu dem Besitzer des Hauses? Also ich habe mit dem Sachbearbeiter einer Verwaltung so dezent gesprochen. Mhm. Aber die wollen die Wohnung natürlich auch vermietet kriegen. Mhm. Und es gibt keinen anderen Bewerber im Moment? Nee, leider nicht. Hattest du denn vor einiger Zeit ihn so richtig da auch dann ins Gespräch gebracht bei dem Sachbearbeiter? Ja, der ist auch nicht dazu in der Lage, sich selbst zu kümmern. Deswegen habe ich das Ganze erledigt für ihn. Mhm. Hatte aber Gott sei Dank immer gesagt, dass ich mit dem nicht zusammenwohnen würde. Wie weit läuft das denn jetzt schon? Ist das jetzt schon irgendwie... Der hat übermorgen einen Termin zur Unterzeichnung. Ach so. Und bei ihm ging es ja selber auch immer hin und her. Dann wollte er wieder nicht. Also wenn irgendwas war, dann wollte er auf gar keinen Fall. Mhm. Also ich höre daraus, du kommst an den selbst nicht ran. Irgendwie ist da alle Brücken abgebrochen und alles ist verkantet, dass du mit ihm nicht vernünftig reden kannst. Ja, ein Problem wenn er jetzt wirklich ein Stalker sein sollte, wie ich vermute, dann weiß ich auch nicht, ob ich da unbedingt immer drauf reagieren sollte. Mhm. Das kann die Sache dann nur noch verschlimmern. In der Tat. In der Regel sollte man da erstmal dann ruhig sein. Ich denke jetzt nur noch drüber nach, ob du vielleicht nicht, wenn du diese Vermutung hast oder diese Befürchtung hast, nochmal mit diesem Sachbearbeiter sprichst in einem sachlichen Ton, ohne diesen Menschen jetzt irgendwie wirklich zu denunzieren. Aber vielleicht, dass man das irgendwie ob es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, das zu handeln. Ist das eine Wohnungsbaugesellschaft? Nee, ein privater Vermieter, der eben dann verwaltet wird. Ach so. Ja, vielleicht haben die irgendwo anders noch eine Wohnung, dass der mal eine Wohnung kriegt. Ja, ist da eine Notsituation? Muss der irgendwie? Ja, der lebt jetzt noch mit seinem Ex-Freund zusammen. Genau. Ach so. Und ich habe mir das Ganze ja nur deswegen angeguckt, weil mir klar war, dass die also zum Juli beide auseinanderziehen. Verstehe. Ich würde ganz aktuell jetzt mit diesem Sachbearbeiter nochmal in einer vernünftigen Art und Weise sprechen. Mit vernünftig meine ich, dass du diesen Menschen nicht gezielt schlecht machst. Nee, ist mir klar. Sondern vielleicht auch mit der Option, ob er nicht vielleicht irgendwo anders noch was hätte, was er ihm anbieten könnte, um dem aus dem Weg zu gehen. Mehr kannst du gar nicht machen im Moment. Und dich einfach zurückhalten, wie du gerade auch schon selbst vorgeschlagen hast. Ja, aber das Problem ist, er schreibt mir, er will unbedingt in meiner Nähe sein. Er kann ohne mich nicht leben. Er droht, dass er seine Tabletten für die Infektion, dass er die eben nicht mehr nehmen will. Gleicht er dann Selbstmord? Also selbst wenn er nicht da wohnt, dann geht das Spiel wahrscheinlich weiter. Gut, aber dann würde ich auch erstmal so, wie du es gerade selbst vorgeschlagen hast, schweigen, mich zurücknehmen, weil sonst treibst du das ganze Ding immer mehr an, wenn du darauf reagierst. Es ist eine ganz schlimme Sache mit diesen Stalkern, wenn es denn sich dahin ausbreiten sollte. Oder vielleicht doch nochmal versuchen, ein sachliches Gespräch, vielleicht auch unter Hinzuziehung eines Dritten, vielleicht gibt es jemanden, den er ernst nimmt, den du auch kennst, dass da jemand vermittelt. Ja, sein Ex-Freund, der mag mich ja besonders. Wenn das geht, ist das natürlich immer das Beste. Nee, ich glaube eher nicht. Nein, ja gut, denn ich weiß nicht, von der AIDS-Hilfe hast du gerade das Stichwort gemacht, vielleicht könnte man da mit jemandem sprechen. Ich weiß es nicht. Also, er hat ja selber keinen Kontakt und ich war da auch noch nie. Also, wie gesagt, bezüglich der Wohnung habe ich gerade schon gesagt, was ich machen würde. Und generell auf Distanz gehen und doch nochmal drüber nachdenken, ob es nicht eine dritte Person gibt, die er respektiert, die du auch respektiert, die man da vielleicht als Moderator einfügen kann. Mehr kann ich im Moment nicht sagen, Martina. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, okay, danke schön. Ne? Tschüss, alles Liebe. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Andreas ist hier. Andreas ist 24 Jahre alt. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Hören Sie mich? Ja, ich höre dich. Aber du kannst mich auch duzen, weil ich dich ja auch duze. Gut, okay, machen wir es so. Also, ich habe ein Problem mit Damenwäsche. Du hast ein Problem mit Damenwäsche? Ja, sagen wir mal, eigentlich mag ich sie.
Ich habe ein bisschen Problem damit, das heißt, ich habe manchmal lange Nächte um die Ohren geschlagen, nur um mir diese Sachen mal anzuziehen und nicht Oh, das ist eine ganz schlechte Leitung. Gehst du mal, vielleicht versuchen wir es so, einfach mal ans Fenster. Hallo? Jetzt? Okay. Nee, es ist sehr schlecht. Geh mal ans Fenster und wir versuchen es nochmal. Also du hast ein Problem mit, ich habe so vielleicht verstanden, mit Damenwäsche. Du ziehst gerne mal nachts Damenwäsche an. Genau, das ist es. Ja. So, das was heißt Damenwäsche? Genau, und die Unterwäsche bis zur kompletten Kleidung, Garderobe. Also da, die gesamte Damengarderobe. Genau. Kleider. Ja. Strümpfe, Pumps. Ja, also Pumps zwar nicht, aber eher die High-Heel-Plateauschuhe. Okay. Oder BHs. Ja, natürlich. Das heißt, die stopfe ich noch aus mit irgendwas, was ich da habe, damit ich sozusagen andeute, dass es so aussieht wie eine Frau. Und dann zieht mir, also eigentlich habe ich hauptsächlich nur alles, was Satin ist. Ja. Und brezelst du dich kopfmäßig auch auf, also mit Perücke, Schminke und sowas? Eine Perücke habe ich sozusagen vor einem halben Jahr jetzt gekauft gehabt, eine blondhaarige. Mhm. Und schminken tue ich mich auch. Das heißt, bisher bin ich selten damit rausgegangen. Ich habe mal abends mal versucht, mich mal rauszugehen, wenn es ein bisschen dunkel war. Ja. Bin ich mal so draußen rumgelaufen und so hin und her. Und das habe ich alles versucht. Das heißt, mein Faible geht dahin, dass ich sozusagen drunter ziehe ich als Wäsche meist Nylons an. Mhm. Und also in der Regel lebst du das zu Hause aus. Warst aber jetzt schon ein paar Mal damit draußen. Ja, ich war schon ein paar Mal damit draußen. Wie lange betreibst du das Spielchen schon? Also seit 6 Jahren ungefähr. Ach, seit 6 Jahren, so lange. Mhm. Ja. Bist du alleine, solo? Also ich wohne jetzt gerade alleine, bin auch solo gerade zur Zeit, seit einem Jahr. Ja. Und das letzte Mal hat anscheinend es voll daneben gehauen, weil dann ist sie mal verfrüht nach Hause gekommen und da hat sie mich darin halt gesehen. Oh, das ist natürlich ein Schock für eine Frau, ja, die davon überhaupt gar keine Ahnung hat und keinen blassen Schimmer. Und da steht der Freund plötzlich als Fräulein Eva vor ihr oder weiß ich wie. Naja, sie hat ja auch gesagt, weil es ist... Sie hat sich dermaßen erschrocken, weil sie hat gedacht, das wäre eine Frau. Die hatte ich gar nicht erkannt, oder was? Ja, weil das war anscheinend, wenn ich mich zurecht mache, dann kann ich mich, das heißt mit dem Schminken, mache ich mich sehr gut zurecht. Das heißt, wenn ich draußen auf der Straße mich Kinder erkennen. Also, perfekt. Sieht aus wie eine tolle Frau. Darum fällt nicht auf. Das heißt, wenn ich mein Bart, ich habe ja auch keinen schlimmen Bartwuchs in dem Sinne. Das heißt, wenn ich mich wegrasiere, dann sieht man da, als wenn da nichts ist. Verstehe. Also daran ist diese Beziehung dann gescheitert, kann man das so sagen? Ja, genau, daran ist sie gescheitert. Mhm. Und da war auch nichts mit Erklären und so, das ging nicht. Sie hat bloß gekickt, sich umgedreht und ist wieder aus der Tür rausgegangen. Hatte sie sich am nächsten Tag eine Bekannte vorbeigeschickt, die ihre Klamotten abholt. Aber da hatte sie dich dann letztendlich doch erkannt? Na, natürlich, dann noch immer doch, weil... Ach so, und dann hat sie gleich die Bekannte vorbeigeschickt wegen der Klamotten? Und ja, die hat ihre Sachen abholen lassen, das, was sie ja alles hatte, wo sie bei mir gewohnt hat, ein Jahr lang, und dann, nee, dann nichts mehr. Kein Gespräch, gar nichts mehr. Nee, das heißt, die ist irgendwie, hat ihr das überhaupt nicht gefallen. Okay, also, Beziehung ist deshalb gescheitert. Ja. Ist das für dich, du bist aber heterosexuell, oder? Ja, natürlich bin ich. Du bist heterosexuell. Ich würde mich auch gar nicht in der Nähe eines Mannes warnen, weil das ist irgendwie, ich bin heterosexuell, ich will auch nichts von Männern haben, aber das muss halt, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Ich habe einfach damit vor 6 Jahren mal angefangen. Ja. Ist das für dich eine erotische Sache, wenn du diese Sachen anziehst? Ist das dann so eine selbsterotische Sache? Macht dich das selbst scharf, wenn du es anhast? Ja, natürlich, das ist es ja. Mhm. Mhm. So, und da habe ich auch, ich habe angefangen, das heißt, keine Strumpfhosen tragen, ich habe mir angefangen, richtig Nylon zu kaufen. Ja. Bin in verschiedene Second-Hand-Shops durchgegangen, um Nylons mit Naht zu finden. Ja. Weil die alten sind immer noch besser als die neuesten hergestellten. Mhm. So habe ich mir mal die Wiese gemacht und seitdem her, das heißt, ich habe in meinem Schrank mindestens über 50 Paar davon. Mhm. Verschiedene Farben. Mhm. Wenn du das so in der Nacht machst, für dich in der Wohnung, also was heißt nachts, abends auch, wenn du nach Hause kommst oder so. Was machst du vom Beruf?
Zurzeit arbeite ich im Bereich Bürokauf, das heißt Bürosachen mache ich gerade. Ja, okay. Das heißt, also wenn du von der Arbeit kommst, kann das schon mal passieren, dass du dann deine Arbeitsklamotten runterschmeißt und dich in weibliche Klamotten begibst und in Schale wirst. Was machst du dann zu Hause, wenn du die Frauenklamotten anhast? Ich lass die einfach an, mach erstmal meinen Abend soweit fertig, mach mein Abendessen. Ja, bis dann irgendwann, wenn es abends wird, wenn ich ins Bett gehen will, zieht man bloß die Oberkleidung an und im meisten Fall befriedige ich mich dann selbst. Achso, also das endet immer in einem sexuellen Akt für dich? Ja. Das ist immer irgendwas, es hat immer was mit Sex zu tun. Ja. Würde es dir Spaß machen, wenn es denn ginge, öfter rauszugehen, so? Sagen wir so, seitdem ich damit angefangen habe, versuche ich es jedes Mal rauszugehen. Das heißt, ich habe eigentlich immer mehr Lust drauf. Wie oft warst du jetzt schon draußen? Wenn ich jetzt so überlege, also mindestens 10 Mal schon. Gehst du dann nur in den Straßen rum oder gehst du auch in Kneipen? Ich bin mal hier in Berlin in so einen Travestie-Club rein hier. Ja. Da bin ich mal rein. Da habe ich auch andere gesehen, die sich auch sowas anziehen. Ja. Und eigentlich habe ich mich unwohl gefühlt, weil ich habe mir nur vorgestellt, darunter sind ja Kerle. Ich bin, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Hallo? Ja. Jetzt ist die Leitung wieder ganz schlecht. Andreas, würdest du dich in der normalen Kneipe wohler fühlen? Einmal habe ich es gemacht, aber ich habe auch keiner erkannt zu. Das heißt, ich bin noch ein Stückchen weiter weggegangen von meinem Zuhause, von meinem Dreh. Ja. Und bin dann auch mal abends in so eine Kneipe reingegangen. Ja. Das habe ich auch schon mal gemacht. Was ist denn da der Anreiz dann? Du stehst nicht auf Männer. Also, dass man mich sieht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es das, dass man mich einfach mal sieht. Dass man dich mal sieht, ja, verstehe. Ja. So, jetzt hast du mich angerufen, natürlich um mir das wahrscheinlich mal zu erzählen, aber auch mit einer konkreten Fragestellung. Was kann ich dagegen tun, um es etwas irgendwie weniger, weil ich habe jetzt wieder einen Job, okay, aber ich habe mir dadurch 2 Arbeiten versaut und genommen. Weil ich des Öfteren das zu lange gemacht habe abends, bin morgens wieder aus Bett gekommen und öfters auch verschlafen. Ach so. Und habe dann dadurch auch meinen vorherigen Job auch verloren. Und es gab ja verstärkt zu. Es liegt anscheinend daran, dass auch und ich jetzt öfters rausgehen möchte und jetzt. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, einmal ist eine Beziehung daran kaputt gegangen und zum anderen klingt das so, als wäre es so eine Art Sucht. Ja, das heißt irgendwie, weil es heißt, jedes kleinste Geld, was ich übrig habe, ich bin jetzt auch so, ich habe auch einen Computer, habe auch nur manchmal einen DVD-Film, aber das meiste Geld nur, um mir irgendwo neue Klamotten zu kaufen. Ja. Ja. Also, es ist so eine Sache, wo du von dir selbst sagen würdest, dass. Übersteigt jetzt schon so eine gewisse Grenze und das ist mir mehr lästig als denn irgendwie so eine Schrulle von mir. Also mehr lästig und oder greift doch sehr entschieden in dein Leben ein. Hast du denn versucht, ich meine, wie bei allen Sachen, von denen man irgendwie abhängig ist oder abhängig zu werden droht, hast du denn schon mal versucht, dagegen zu arbeiten, indem du gesagt hast, also jetzt kaufe ich mir nichts mehr, jetzt mache ich das nur noch ein paar Stunden abends und dann ist Schluss, dann muss ich schlafen, um fit zu sein für die Arbeit? Nee, das ist so. Dann ist es manchmal so, wenn ich es denn mal versuche, 1-2 Wochen, habe ich es auch schon mal hingekriegt, das mal nicht zu machen. Dann wurde ich, sagen wir, wie sagt man so schön, so scharf drauf, dass ich es wieder machen musste. Und dann kann ich einfach davon die Finger nicht lassen. Ist denn auch eigentlich so eine Sehnsucht da nach einer neuen Beziehung oder überschattet dieses Ganze auch die Liebessehnsucht? Naja, ist so. Das heißt, eine Freundin, die ich vor dieser Freundin hatte, die ich jetzt hatte und davor noch, habe ich ja auch noch eine gehabt, mit der war halt eigentlich gutes Sexleben, kann man so sagen. Das heißt, da hat alles perfekt funktioniert. Die musste aus privaten Gründen wegen ihrer Schwester, weil sie schwer erkrankt ist, sich um die kümmern, weil die hatten gerade keine Eltern mehr. War jetzt nicht meine Frage. Meine Frage war, hast du Sehnsucht nach einer Liebe? Ja, so nach einer Beziehung. Kann man das sagen. Das schon. So kann man das sagen. Und hast du Angst, dass vielleicht so eine neue Beziehung, eine neue Liebe auch durch deinen Fetisch, dem du da nachgehst, dass das kaputt gehen könnte oder gar nicht erst zustande kommt?
Naja, dass es dann auch im Grunde genommen wieder kaputt geht. Das ist jedes Mal, weil ich habe eigentlich Angst davor, bei so einer Beziehung, dass sie dann in den Arsch ist. Das heißt, richtig bergab. Also, ist schon ernst zu nehmen. Ist nicht nur einfach so eine Marotte, dass du drauf stehst, so könnte man ja... Das nicht. Es war mal anfangs so. Das heißt, die ersten ein, zwei Jahre, da fand ich das gut, hat alles wunderbar funktioniert in meinem Leben, aber dann wurde es einfach zu viel nachher. Und das ist jetzt ist schon so ein Knackpunkt, wo es eigentlich... Würde ich sagen, und bist du eigentlich in Berlin in einer guten Szene, wo es viele, viele Fachleute gibt diesbezüglich, würde ich dir raten, mal einige Beratungsstunden in Anspruch zu nehmen von einem entsprechenden Menschen, der sich mit dieser Art der sexuellen Orientierung gut auskennt. Ja. Würde dir gerne jetzt auch noch vielleicht da einen Ansprechpartner von meinem Psychologen nennen lassen. Einverstanden? Ja, einverstanden. Dann machen wir das so, Andreas, legst du auf und der Peter, mein Psychologe, ruft dich jetzt an. Okay? Okay, alles Gute, schöne Grüße nach Berlin, tschüss. Vera ist hier, Vera ist 42, guten Morgen. Morgen. Hallo Vera, was ist dein Thema? Ja, ich habe einen Sohn, der ist 17 Jahre alt. Und ich bin mit meinem Mann vor 18 Jahren zusammengekommen. Wir haben uns gleich lieben und lernen kennt. Und ich hatte aber ganz am Anfang eine Affäre. Ich weiß ganz nicht, am Anfang eurer Beziehung? Ja, ganz am Anfang, ja. Ich weiß nicht, ob mein Sohn von mir, nicht von mir, von mir schon auf jeden Fall, meinem Mann oder von der Affäre ist. Oh weia, und er ist 17 Jahre alt, der Junge. Ja. Und seit 17 Jahren grübelst du darüber nach, ist der der Sohn von ihm oder der Sohn von ihm? Ja, ich ganz alleine, ja. Das ist dein Geheimnis bisher. Auf jeden Fall. Niemand weiß davon. Niemand. Bist du mal? Dir erzähle ich das zum ersten Mal heute. Du bist mit deinem Partner jetzt aktuell auch noch zusammen. Auf jeden Fall, wir sind verheiratet. Ihr seid eine richtige Familie. Wir haben ein Haus, wir haben ein Grundstück, alles. Ja. Und euch geht's eigentlich gut? Auf jeden Fall, ja. Ihr seid auch glücklich miteinander? Auf jeden Fall, ja. Gibt es denn noch andere Kinder danach gekommen? Nein. Und dein Partner verhält sich deinem Sohn gegenüber auch völlig normal als Vater? Völlig normal. Gute Vater-Sohn-Beziehung? Ja. Und umgekehrt ganz genauso? Ja. Es ist nur bei mir das Problem. Ich weiß nicht. Wenn du ihn so anguckst, deinen Jungen, hast du wahrscheinlich tausendmal schon gemacht, und ihm so in die Augen schaust, ins Gesicht, siehst du da manchmal den anderen? Manchmal, aber auch mein Mann. Auf jeden Und dann Fall. Auch wieder dein Mann. Mann, was trägst du 17 Jahre mit dir rum? Ja. Und wahrscheinlich hast du das auch tausendmal schon bedacht und berechnet. Damals ist die Wahrscheinlichkeit ist 50-50. Er kann es gewesen sein oder der andere kann es gewesen sein, der Vater. Ja. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du, obwohl du frisch verliebt warst, dich dann gleich auf eine Affäre noch eingelassen hast? Affäre war es nicht, das war... Nur Sex? Nur Sex, ja. Und dann gleich ohne Verhütung? Ja. Na toll. Naja, vor 17, 18 Jahren... Gab es auch DDR-Zeiten, das... Ach so. Naja, gut, aber Gummis hat die ja auch, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Dieser Mann, der vielleicht der Vater deines Sohnes ist, vielleicht auch nicht, war das, was du mit dem einmal nur in der Kiste? Ja. Ein einziges Mal? Einmal. Hast du irgendwie da noch Kontakt zu dem gehabt? Nein, gar nicht. Der ist vom Erdboden verschwunden? Der ist weg. Das war eigentlich scheiße. Entschuldigung, dass ich so sage, aber es war meine Freundin, ihr Freund. Ja. Ne? Ja. Und da war irgendwo abends eine Fete und dann ist so passiert. Ja, und also es hat sich im Sande verlaufen. Du weißt nicht, wo dieser Mann heute ist, was er macht, wie es ihm geht. Ich weiß nicht mal den Namen. Weiß nicht mehr den Namen. Nee. Hat dich das in all den Jahren sehr belastet? Ja, muss ich sagen. Wahrscheinlich immer wieder durch und wahrscheinlich schon während der Schwangerschaft, ne? Stelle ich mir vor, dass du dir da sehr große Gedanken gemacht hast. Und irgendwie immer so ein bisschen schlechtes Gewissen deinem Partner gegenüber hattest. Die ganzen Jahre über. Wie kommt es, dass du jetzt nach 17 Jahren so einen Versuch unternimmst, nach draußen zu gehen, also jetzt zum Beispiel mit mir darüber zu sprechen? Ich habe schon mal versucht, vor 4 Jahren mit dir zu sprechen, aber ich bin nicht an die Rani gekommen. Ja, vor 4 Jahren? Ja. Und jetzt hat's geklappt. Endlich mal, das ist ein Ding.
Endlich kann ich mal mit jemandem darüber sprechen. Ja, vielleicht ist das ja schon mal ganz gut, ne? Das erleichtert. Ich stelle mir vor, wenn man so ein großes Geheimnis in sich trägt, oder so eine Vermutung, und die Vermutung ist ja auch schon das Geheimnis, dass einen das irre belastet, vor allen Dingen, wenn man da nie mal mit allen Menschen mal ein Wort drüber wechseln kann oder mal beraten kann, was zu tun ist oder so. Hast du denn schon mal mit dem Gedanken gespielt, es deinem Partner zu sagen? Nein. Deinem Sohn zu sagen? Nein. Nein, auch nicht. Also ich kenne meinen Mann so weit, er würde sagen, verschwind hier, nimm den Wänge mit. Ne? Das möchte ich nicht. Wir sind glücklich, jetzt so wie wir leben. Ne? Ja. Aber für mich, Domian, für mich selber, ich brauche es öfter oft. Ich kann nicht sein und ne? Und das liegt daran, meinst du? Ja. Also du bist aufbrausend, nervös vielleicht? Oder nee, jetzt in dem Sinne nicht, aber ich denke mal, wie mein Mann reagieren würde, ne? Ach so. Der würde sagen, hier, was denn hier los? Bist du bescheuert oder was? Der verschwindet hier und... Ja, ne? Für den würde natürlich eine ganze Welt zusammenbrechen. Ich habe immer Angst, irgendwie, wenn, du hast das ja schon öfter gehört oder so, irgendein Unfall, dann werden die Bluttests gemacht und so, was, ne? Und da kommt vielleicht raus... Ja. Ne? Ja. Also Vera, ich will dir mal sagen, was ich spontan denke oder gerade schon gedacht habe, während du deine Geschichte erzählt hast. Das ist zwar für dich eine Belastung. Auf jeden Fall, eine große. Eine große Belastung. Ja. Soll ich meiner Familie das sagen, oder? Dennoch, so wollte ich es weitersprechen, dennoch finde ich eigentlich, dass die Konstellationen so sind, dass du schweigen solltest. Auf jeden Fall, ne? Finde ich ja, muss ich dir sagen. Es besteht keine Gefahr, dass das irgendwie rauskommt, weil niemand das weiß. Es weiß keiner. Du hast auch deine Freundin damals. Nur du jetzt und die Leute, die zuhören. Ja, und du bist ja anonym hier und wir haben dich ja nicht erkennbar gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass durch Unfall und Bluttest, das ist so eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es dadurch rauskommen könnte. Finde ich extrem gering. Was haben wir auf der anderen Seite? Wir haben auf der anderen Seite, dass eine Familie auseinanderbricht. Vielleicht. Oder man könnte einen Vaterschaftstest machen. Nehmen wir mal an, da käme dann aber wirklich raus, dass der Junge nicht der Sohn von deinem Mann ist. Oder andersrum. Ja, gut, wenn es andersrum rauskäme, dann wäre wieder alles gut. Aber wiederum wäre auch nicht alles gut. Ja, weil bloß die Begründung, warum der Vaterschaftstest, ne? Naja, klar, völlig klar. Und er würde, selbst wenn der Vaterschaftstest dann für euch gut ausgehen würde, würde ein großer Schatten über euch schweben, dann würde dein Mann nämlich sagen, wieso hast du mir das die ganze Zeit verheimlicht? Ja, ja. Sollte der Vaterschaftstest schlecht ausgehen, also wenn der andere der Vater wäre, würde eure Familie wahrscheinlich auseinanderbrechen. Und du würdest auch noch dem Jungen das Gefühl nehmen, er hat einen Vater. Ich habe ihn belogen die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Also ich finde, natürlich ist Lügen schlimm, aber ich finde auch nicht, dass man immer auf Teufel komm raus irgendwann alle Leute dass man die Wahrheit vors Gesicht knallen sollte. Du hast ja ein hohes Gut, du hast eine glückliche Familie. Ja. Du hast einen Jungen, der seinen Vater liebt und einen Mann, der seinen Sohn liebt, den Jungen liebt. Das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert. Sehr viel wert. Jetzt überlege ich nur, was zu tun ist, dass du so ein bisschen Erleichterung bekommst für dich, für dein Leben. Darum geht mir das irgendwo, ne? Denn ich glaube, dass der Schaden, der angerichtet würde, größer ist, als der ideelle Wert, jetzt unbedingt mal die Wahrheit zu sagen. Ja. Finde ich. Finde ich. Ich finde auch, dass du es richtig gemacht hast jetzt die ganze Zeit. Wenn, dann hättest du es sofort damals am Anfang sagen müssen. Hast du schon gesagt? Konnte ich nicht, weil ich der selber nicht wusste. Ja. Ja, natürlich wusste es nicht, aber du hättest ja sagen können, ich weiß es nicht. Und dann wäre alles neu gemischt. Aber das ist nun Schnee von vorgestern. 17 Jahre sind vergangen, der Junge ist 17 Jahre alt. Wir sind echt glücklich. Wir haben unser Haus, wir haben unser Land und der Junge ist gut und alles. Ne? Du brauchtest eine Person, mit der du vielleicht auch mal eingehend noch darüber sprechen könntest. Um dich auch mal ein bisschen frei zu sprechen. Ich meine, wir können ja auch nicht so lange sprechen hier mit. Nee, ist richtig, Domian, ja. Okay.
Wer das so sein könnte, darüber denken wir jetzt mal im Hintergrund ein bisschen nach und das könnte dir mein Psychologe sagen. Grundsätzlich. Ich habe auch keine große Freundin irgendwo, wo ich hingehen könnte oder was. Ja, das müsste ja auch dann ein Mensch sein, dem du 1000%ig vertraust. Ja. Und im Moment ist es ja so gut, dass überhaupt niemand irgendetwas weiß. Niemand. Es kann auch niemand, wenn eine Freundschaft mal zerbrechen würde, könnte sagen, pass auf, ich pack jetzt aus und dann mache ich deine Familie kaputt. Ist ja nicht so. Nee, das will ich nicht. Und das ist ja schon mal sehr gut. Es müsste eine neutrale Person sein, im Rahmen eines Psychologen oder so etwas. Ich finde grundsätzlich, dass du weiter schweigen solltest. Finde ich schon. Ja, bloß ich finde, je mehr wir zusammenleben und je schöner es wird alles, ne, je mehr kriegen mich die Gewissensbisse. Ja, aber warum nimmst du doch so, wie es ist? Sei doch froh, dass du einen wunderbaren Jungen hast. Sei froh, dass du einen wunderbaren Mann hast. Ja. Und wie die Konstellationen nur vor 18 Jahren waren, mein Gott, das ist doch egal. Es geht darum, dass jetzt, dass ihr euch ordentlich miteinander... Ist alles okay, ja. Ja. Dass ihr euch jetzt ordentlich verhaltet gegenüber. Und dass ihr jetzt glücklich seid. Alles andere ist doch jetzt dann auch egal. Meinst du, ja? Ja, finde ich schon. Es würde nur Zwietracht entstehen und auf jeden Fall, ja. Alles würde kaputt gehen. Das ist es nicht. Ich finde, das ist es nicht wert. Meinst du, ja? Ja, finde ich schon. Also so das Leben lassen. Ja, wirklich. Vergessen vielleicht. Ja, wisch es unter. Also wenn du jetzt sagen würdest, das ist jetzt auch alles kompliziert und da ist eine Ahnung in der Luft. Da ist jetzt wieder so ein Moment, jetzt irgendwie weiß ich nicht, aber irgendwann kommt immer wieder auf. Ne? Bei dir so. Also ich weiß, dass man da auch ganz anderer Meinung sein kann. Sicher werden einige Zuschauer jetzt denken, Mann, was redet der da? Ich sage dir das so ganz persönlich von meiner Warte aus. Es zählt das Jetzt und euer jetziges Glück. Verhaltet euch jetzt korrekt gegenüber, miteinander. Und dann ist ja immer schon gewesen. Ja, dann ist es doch auch gut. Es ist doch gut. Genieß es. Sei froh, dass du einen tollen Mann und einen tollen Jungen hast. Ja, bin ich auch. Ja. Bin ich auch. Wenn du noch ein Gespräch mit einem Psychologen willst, das würde ich jetzt doch noch raten, dann legst du bitte auf und der Peter ruft dich nochmal an. Okay. Ja? Alles Liebe, Vera. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Viel Glück, ne? Dir auch. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf unser Thema übermorgen. Morgen? Nein, übermorgen, genau. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema die dunkle Seite meines Partners. Ich möchte gerne mit euch sprechen über die Abgründe eures Partners, eures Freundes, der Freundin oder des Ehepartners, der Ehepartnerin. Die dunkle Seite meines Partners. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Freitag sind wir nicht im WDR-Fernsehen zu sehen, sondern ausschließlich zu hören bei 1Live und zu sehen bei 1Festival. Corinna ist hier. Corinna ist 41. Guten Morgen. Hi. Hi. Hallo. Hallo Corinna. Weswegen rufst du mich an? Ich habe das gerade eben schon erzählt. Also ich habe einen Sohn, der wird 11 im Juli. Und der ist mit einem nicht reparablen Herzfehler geboren worden und als er ein halbes Jahr alt war, transplantiert worden. Oh, das kann man? Man kann ein so kleines Kind transplantieren? Ja, schon, also nach einem Tag, also ein Tag altes Baby, ja, geht. Ja. Und das hat gut geklappt damals? Ja, naja, es gab viele Komplikationen mit Herzstillstand und allem drum und dran, aber das hat er ganz gut überstanden. Und jetzt hat er seit 5 Jahren einen Tumor im Hals, also am Zungengrund. Denn man wird als transplantierter Mensch, egal ob Herz, Lunge, Leber, was auch immer, lebenslang immunsupprimiert. Das heißt, man muss Medikamente nehmen, die das Immunsystem herunterfahren. Damit das Immunsystem das Organ nicht abstößt. Richtig, ja. Genau. Mhm. Ja, und dadurch können halt böse Zellen, in Anführungsstrichen, gut wachsen und gedeihen. Und das hat er jetzt im Hals, aber der ist bisher noch gutartig. Prognose ist aber halt nicht gut. Ne? Also wie habt ihr das bemerkt, dass er den Tumor hat? Hat er Schmerzen gehabt? Nein, er hatte Schluckbeschwerden und Atembeschwerden. Also war richtig dick hinten am Zungengrund. Also noch eine Frage zu dem Herz. Das, es ist immer noch dieses erst transplantierte richtig, Herz. Richtig, genau, genau. Ja. So, hatte Schluckbeschwerden und dann habt ihr ihn irgendwann untersuchen lassen. Genau. Und, MRT ist gemacht worden, hat das halt festgestellt. Und das geht in die Tiefe. Und so kann man das nicht ganz rausholen, weil man sonst die gesamte Zunge mit rausnehmen müsste. Und dadurch, dass es eben noch gutartig ist,
harrt und hofft man die Dinge, die da kommen, ja. Mhm. Seine Lebenserwartung hat er eben, das habe ich vorhin schon gesagt, im Vorgespräch, dass die liegt statistisch bei 8,4, das heißt, er wird bald 11, der hat das schon ganz gut überstanden. Mhm. Ne? Ja. Du sagst, dieser Tumor ist noch gutartig. Genau. Das heißt, der kann aber auch umschlagen in einen bösartigen Tumor. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch durch diese Immunsuppression. Mhm. Ne? Weiß der Junge um seine Situation? Ich meine, mit 11 ist man ja schon relativ fit. Und Ja, er fragt sehr häufig eben nach Tod, nach Leben, nach, also er weiß jetzt, dass er im Juli wieder operiert wird, also kurz nach seinem Geburtstag. Und woran wird er da operiert? Bitte? Woran wird er operiert? An diesem Tumor. Ach, der Tumor wird doch der operiert. Der wird weit abgetragen. Achso, ich dachte, ohne man könnte den auch nicht operieren. Bitte? Es wird halt abgetragen, dass er keine Schluck- und Atembeschwerden hat. Ah, ja. Nur man geht eben nicht in die Tiefe, um die Zungenfunktion nicht zu beeinträchtigen. Und naja, eben, und das ist ihm wohl sehr bewusst und es scheint auch, also er macht Therapie schon immer wieder mal, jetzt hat er wieder neu angefangen, weil er halt mit der Schule unheimlich Probleme hat und die Menschen, die so rundherum sind, schon sagen, dass er wohl realisiert, weil ich schon auch versuche, offen mit ihm darüber zu reden, dass er, eben einen Tumor im Hals hat. Und vor 2 Jahren ist eine Freundin von mir an einem Tumor gestorben. Also er weiß, dass das was sehr Schlimmes ist. Genau. Mhm. Lebt er denn so ein relativ normales Leben als das Richtig, Kind? Richtig, und das ist das, man hat mich damals gefragt, also entweder Transplantation oder sterben lassen. Und ich habe mich für das Leben entschieden und das war für mich klar, unter einer Glasglocke oder wie auch Käseglocke kann es nicht stattfinden. Das heißt, man hat mir dann von Seiten des Klinikums immer Risikobereitschaft, was auch immer nachgesagt, aber es war für mich klar, entweder leben wir richtig oder halt dann sonst gar nicht, das geht nicht. Also er spielt, er geht normal in die Schule und alles, hat seine Freunde und sowas. Genau. Was ist der konkrete Anlass deines Anrufes? Ich frage mich immer wieder, ich habe eine Therapie gemacht lange Zeit, ich glaube 2 Jahre, mit der Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, dass mein Sohn möglicherweise oder nach der Statistik weitaus früher stirbt als ich. Also das heißt, man lernt sich lieben, man lernt sich kennen und dann weiß man eigentlich von Anfang an, dass man sich wieder trennen muss. Wie kann ich damit umgehen? Diese Psychologie, also diese Psychotherapie, die hat mir nicht wirklich viel geholfen, weil der Psychologe sagte, ja, sie gucken schon ganz gut hin, sie reflektieren ganz gut und es ist einfach so. Mhm. Also klar, ich weiß, es ist so, aber ich bin nicht, ich gehe nicht in die Kirche, ich bete nicht. Wie kann ich damit umgehen? Weißt du auch nicht, ne? Das ist natürlich auch eine unglaubliche Frage. Ja, und ein unglaubliches Problem, in dem du da steckst. Und bist du alleinerziehend? Ja. Es gibt doch sonst kein Kind. Nein. Du bist alleine mit deinem Jungen. Richtig, genau. Ich meine, du nimmst im Prinzip ja Abschied, seitdem er... Genau, geboren ist. Im Prinzip ja. Im Prinzip bist du ja nicht konfrontiert. Wenn du jetzt ein ganz gesundes Kind gehabt hättest und das Kind kriegt Leukämie mit 11, ist das sicher ein ganz anderer Schlag, den die Eltern da erstmal im ersten Moment aushalten müssen. Du denkst diesen Gedanken ja immer zu und hast den seit Jahren gedacht. Genau. Du denkst den Gedanken, was für alle Eltern das Grauen ist, mein Kind, wie wird es sein, wenn mein Kind stirbt? Richtig, nach und nach und nach. Das Blöde ist, dass man wird härter, man gewöhnt sich daran, wie fast an alles andere, was man erlebt, man gewöhnt sich daran und irgendwann immer wieder mal zwischendurch kommt die Angst, die Panik, wie es bei mir vor 2 Monaten, da habe ich mich, ich habe das gesehen, wie der im Hals, dass das so dick ist und habe mich so abgeschossen mit Alkohol, dass ich meinen Führerschein verloren habe. Ja, habe eine Insel umgesammelt und und das ist halt so ein Moment dann wieder und dann rappelt man sich und dann geht's irgendwie weiter. Aber es ist für mich halt so die Frage, gehe ich mit ihm, lasse ich mir das offen? Klar, lasse ich es nur offen. Aber wie meinst du das, gehe ich mit ihm? Na. Willst du, dass du dir auch das Leben nimmst? Ich habe dem, als der ganz clean war, also da war er
5 Monate alt oder so. Und dann war Silvester und ich war bei ihm am Bett auf der Intensivstation hier, wo ich wohne. Und da habe ich ihm versprochen, ich lasse dich nie allein. Mhm. Naja, und so ein Ding kommt natürlich durch, wenn man so eine Geschichte hat, manifestiert sich das. Also du hast es einem Kleinstkind gesagt. Ja, dieses Kleinstkind, der war 5 Monate. Es war 5 Monate, ja. Du hast es ihm gesagt und du meinst, dass daraus eine Verpflichtung erwächst, vielleicht, weil du ihm dein Wort gegeben hast. Ja, vielleicht. Ah, ja. Maybe, aber es kann auch sein, dass ich, wie soll ich sagen, mit dem so viel durchgemacht habe und so viel erlebt habe und wir so viel Spaß hatten und halt, also das war so ein buntes Leben die letzten 10, 11 Jahre mit ihm. Was aber doch auch schon ein großes Geschenk war. Richtig, ganz genau. Ne? Das muss man ja in allem Unglück ja auch immer das Gute sehen. Genau. Das finde ich eine tolle Aussage, wenn du sagst, das war so ein buntes Leben und das war so schön. Ja, doch. So, ich will noch mal was sagen zu diesem Wort, was du ihm da gesagt hast. Ich lasse dich nie mehr allein. Das hast du einem Baby gesagt. Ich weiß. Dieses Baby konnte nichts erwidern. Mhm. Ich könnte meine Seele verwetten. Und ich sage das nicht leichtfertig, Corinna. Ja. Dass wenn dein Sohn, stellen wir uns mal vor, er wäre ein erwachsener Mann. Er würde sagen, nein, Mama. Er würde natürlich sagen, nein. Genau. Ich danke dir, dass du so gut zu mir warst und dass du mir so ein schönes Leben gemacht hast, wenn es auch ein kurzes Leben war. Richtig. Aber zerstöre nicht auch noch dein Leben. Was heißt auch noch? Zerstöre nicht dein Leben. Ich komme da mehr und mehr hin, aber das hat so lange gedauert. Ich habe am Anfang einfach nur so ein schwarzes Loch gesehen und gedacht, das geht überhaupt gar nicht, das zu überleben. Mittlerweile kommen mir Gedanken von einem Leben vorher, einem Leben nachher, weiß ich nicht. Irgendwas bildet sich langsam. Ich meine, dein Junge lebt noch. Insofern, ich sage, dein Junge lebt noch. Richtig, aber ich finde es völlig in Ordnung, gerade wenn eine solche gesundheitliche Diagnose da ist, dass man auch über den Fall spricht, wenn er vielleicht nicht mehr lebt. Ja. Hast du schon mal was von den verwaisten Eltern gehört? Ja, es gibt ja auch unter den herztransplantierten Vereine, ich bin in einem nicht aktiv, aber ich verfolge halt so die News. Das Ding ist, ich habe privat schon auch Kontakt mit anderen Müttern mit gleicher Problematik. Ich habe nur eine andere Ansicht, ich komme mit denen nicht so klar, weil ich mag nicht den ganzen Tag drum heulen und ich will es auch nicht totschweigen, irgendwie sowas dazwischen, und irgendwie habe ich bisher niemanden gefunden. Nun ist es ja, also ich sage das mit den verwaisten Eltern, weil ich so viele gute Rückmeldungen bekommen habe. Das ist halt eine bundesweit vernetzte Selbsthilfegruppe von Eltern, die ihre Kinder verloren haben, warum auch, aus welchen Gründen auch immer. Und da gibt es nicht nur den einen Menschenschlag, sondern es ist ein ganz bunter Haufen von Eltern, wo die Chance schon besteht, dass man dann vielleicht auch auf Menschen trifft, mit denen man auch gut kann. Genau. Man trotzdem das gleiche Schicksal gemeinsam hat, was ja schon mal irre verbindet. Richtig. Also das würde ich mir auf jeden Fall schon mal so im Hinterkopf irgendwie zurechtlegen. Werde ich tun, aber ich habe glücklicherweise, wenn auch wenige, aber super gute Freunde, die zwar diese Erfahrung nicht gemacht haben, aber die meinen Sohn lieben und, weiß ich nicht, so gute Freunde sind und mich da total unterstützen. Aber die Grundfrage, die du gerade mal auch so flüchtig da so gesagt hast, gefragt hast, ich finde, du solltest nicht mit ihm gehen. Ja, natürlich nicht. Weil du hundertprozentig gegen den Willen deines Sohnes verstoßen wirst. Das glaube ich auch. Das ist genau das Problem, was mich zu 41 oder 49, 51, 49%, das ist immer so, hält sich so die Waage, dass ich einerseits denke, ich pack das nicht und andererseits... Wir reden ja 10 Minuten miteinander. Okay. Wie ich dich jetzt so wahrgenommen habe, bist du eine absolut selbstbewusste und klare Frau, die ihre Abgründe hat, ist mir völlig klar. Ja. Das ist völlig auch normal in der Situation. Ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Vor allen Dingen auch unter nochmal hervorheben des Schönen, was passiert ist. Genau. Dass du den Jungen hattest. Boah, das war richtig schön. Und es ist auch immer noch so schön. Ja, und es ist noch immer so schön. Genau. Vielleicht dauert es ja noch viele Jahre. Ja, wir wissen es ja gar nicht. Oh, hier, weißt du was? Genau das wollte ich hören. So viel Danke.
So, und es ist, genieße das jetzt, er ist da. Ja, und richtig. Und vielleicht wird es auch mit dem, wenn dieser Tumor da abgetragen wird, kriegt man das ja vielleicht auch noch für eine ganze, ganze lange Zeit in den Griff. Genau, genau. So, darum geht es jetzt erstmal. Darüber hinaus darf man sich auch Gedanken über das Übermorgen machen. Das ist völlig in Ordnung. Klar. Ich finde, manchmal mehr, manchmal weniger halt. Ja. Genau. Ich finde, du sollst nicht gehen, Corinna. Nee. Okay. Das musst du dann auch aushalten. So ist das Leben. Ja, ich weiß. Es ist ja, ich habe immer gesagt, diese Geschichte mit meinem Sohn ist das Sahnehäubchen mit Cocktailkirsche, weil ich habe so viel schon erlebt und ich denke, es hat mich vielleicht ein bisschen gestellt und ich hoffe, dass ich halt so weitermache irgendwie. So oder so. Bist eine sehr tolle Frau. Ich danke dir. Ich finde dich sehr nett und wünsche dir alles Gute und für deinen Jungen natürlich alles Gute, alles Glück der Welt. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Danke, Corinna, ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr mich gerne erreichen wollt, das könnt ihr dann machen, indem ihr diese Nummer wählt, die kostenfreie Nummer. 0800 220 5050. Und weiter geht es mit dem Timo. Und Timo ist 34 Jahre alt. Hallo Timo. Hallo Domian. Hallo Timo. Was ist dein Thema? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren spielsüchtig. Seit vielen, vielen Jahren? Seit wie vielen Jahren denn? Ich würde mal sagen, seit gut 15 Jahren. Anfang 20 angefangen? Genau, also angefangen hat das ursprünglich mal damit. Ich bin also in der ehemaligen DDR groß geworden. Mhm. Wie dir sicherlich bekannt ist, gab es bei uns sowas nicht. Mhm. Und wenn es sowas gab, dann sicherlich nur für die etwas höher privilegierten Leute. Ja. Und als die Wende dann irgendwann mal kam, bin ich dann mal so in die Spielclubs gegangen, das heißt also normale Spielhallen, wo die normalen Dattelautomaten standen. Mhm. Und ich war davon sowas von angetan, dass ich dann, ich sag mal, erstmal mein eigenes Geld aufgebraucht habe und irgendwann dann angefangen habe, natürlich auch Straftaten zu begehen. Mhm. Indem wir geklaut haben, Kreditkarten gefälscht haben. Ach so, richtig harte Sachen. Also das heißt, Geld besorgt haben, um uns einmal am Tag diesen Kick zu erfüllen. Ja. Warst du im Knast irgendwann? Schon mal deshalb? Ja, das kommt auch noch. Das heißt also, wir sind irgendwann dann mal, ist die Messlatte irgendwann mal übergequollen und irgendwann hat man gesagt, das Maß ist voll. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt bestimmt gute 450 bis 500.000 Mark Schulden. Boah. Und da hat man natürlich das Strafmaß dann natürlich etwas höher geschraubt, indem man gesagt hat, das waren einmal 3 Jahre Jugendhaft und einmal 3 Jahre Erwachsenhaft. Mhm. In dieser Zeit habe ich dann meine damalige Lebensgefährtin kennengelernt. Mhm. Dann habe ich so die ersten 1-2 Jahre, die wir zusammengelebt haben, gesagt, ach, weißt du was, du brauchst das eigentlich alles gar nicht, das ist sowieso alles nur Lug und Betrug. Mhm. Und irgendwann habe ich wieder damit angefangen. Mhm. Und das Schlimme an der Sache ist, der Verrat ist eigentlich, dass ich sie damit reingezogen habe, indem ich versucht habe, dass sie mich kontrolliert. Mhm. Das heißt also, dass ich gesagt habe, sie setzt mir ein bestimmtes Limit. Ja. Und wenn das Limit überschritten ist, geht's nach Hause. Ja. Das war aber nicht an dem. Ja. Das heißt, ich bin dann total ausgeflippt und gib mir Geld und wir schaffen das. Und bist du mit der Frau jetzt noch zusammen im Moment? Ja, natürlich, klar. Ja. Wie viel Geld hast du schon wieder verspielt? Also wir verspielen mittlerweile beide im Monat gute 800 bis 1000 Euro. Das heißt, die Frau spielt auch? Ja, klar. Das ist ja das Schlimme. Mhm. Du hast sie dadurch auch mit reingezogen, indem sie sollte dich anfangs erst kontrollieren und jetzt spielt sie selbst. Richtig. Mhm. Was ist denn aus diesen 400.000 Mark Schulden geworden von damals? Das kann ich dir sagen, die zahle ich heute ab. Ja. Die zahle ich heute mühselig ab. So, und wie kommst du an das Geld, was ihr aktuell verspielt? Das nehme ich von meinen Überstunden weg. Oder auch sie von ihren... Also ihrem Urlaubsgeld oder sonst dieses irgendwas. Geld, was ihr im Moment verspielt, das erarbeitet ihr euch. Richtig. Das also ist so. Das ist nicht aus irgendwelchen kriminellen Eigenschaften, sondern das ist dann wirklich aus ehrlich verdientem Geld. Ja. Nur wenn ich dann sehe, dass ich da 500 Euro reinschiebe und eigentlich 14 Tage später irgendwo in den Süden fliegen wollte und mich dann zu Hause hinsetze und frage mich, ob ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Also ich komme damit nicht mehr klar. Mhm. Ich meine, die Frage musst du dir ja schon seit langer Zeit stellen, ne? Richtig. Es ist ja nun nicht gerade mal erst seit 1-2 Jahren. Das ist ja schon seit... Also es ist so, dass ich
dass ich also nachts im Wohnzimmer sitze und wirklich dann auch weine und sage, ich muss irgendeinen Weg finden, da wieder rauszukommen. Deine Partnerin, ich frage es nochmal, ich gehe davon aus, ich frage es trotzdem nochmal, um Klarheit zu schaffen, hatte vorher mit Spielsucht und Glücksspiel nichts im Hut? Niemals. Niemals? Ihr ganzes Leben lang. Das heißt, du trägst es Schuld, sie ist ja für sich auch selbst verantwortlich, aber du bist mit Initiator, dass sie da reingerutscht ist. Richtig. Redet ihr viel darüber, ihr beiden? Ich würde sagen, ja. Hat das die Beziehung sehr belastet? Also es hätte fast die Beziehung mal zum Kippen gebracht, weil wir dann also so weit waren, dass wir gesagt haben, wir verspielen jetzt unsere Miete und sonstiges. Macht sie dir Vorwürfe? Nein. Das nicht? Nein. Wenn ihr darüber redet, redet ihr darüber, dass sich auch was ändern muss? Nee, ich würde eher sagen, wir reden darüber, wie wir es vielleicht das nächste Mal besser machen können. Ah ja. Das ist eigentlich das Schlimme an der Sache. Hat sie so einen Leidensdruck, wie du offensichtlich zu haben scheinst? Ich sag mal, in dem Punkt, wenn wir zum Beispiel mal shoppen gehen und sie sagt, dann hör mal, die Hose oder den Pullover da für 50 oder 60 Euro, den hätte ich mir gestern noch kaufen können, wenn du das Geld nicht verzockt hättest. Aber das ist so eine lapidare Bemerkung, das ist ja noch kein Leidensdruck in dem Sinne. Eigentlich nicht, eigentlich weiß ich, dass sie darunter leidet. Also sie hat noch nie von sich aus gesagt, pass mal auf, Timo, wir müssen jetzt irgendeine Notbremse ziehen. Wir müssen da raus, wir müssen was unternehmen. Das hat sie gemacht. Das hat sie doch gesagt. Doch, mit aller Deutlichkeit. Und wie sollte das Ihrer Auffassung nach sein oder funktionieren, diese Notbremse? Das kann ich dir sagen, indem sie gesagt hat, entweder du hörst auf oder du packst deine Koffer und gehst. Ja, aber sie ist doch selbst spielsüchtig. Ja, weil ich immer irgendwo wieder einen Weg gefunden habe, sie da wieder mit reinzuziehen. Dass ich gesagt habe, pass auf, beim nächsten Mal wird es besser. Ich meine, sie hat ein paar Mal gesehen, dass ich gewonnen habe. Warum hört sie denn nicht auf? Sie könnte ja sagen, okay, mach du deinen Kram, ich gehe da nicht mehr mit hin. Vielleicht um mir einen Gefallen zu tun, ich weiß es nicht. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Also irgendwie hängt ihr da miteinander, seid ihr verklumpt miteinander. Richtig. Und so ganz also auch. Klar ist mir nicht, ihre Position ist mir nicht so ganz klar. Vielleicht ist sie dir selbst nicht ganz klar. Wie weit das Bewusstsein bei ihr fortgeschritten ist. Ich sag mal, sagt sie, man macht mal irgendwann den ganz großen Coup, den ganz großen Gewinn und ist aus allem Scheiß raus. Ja, aber wenn du das noch denkst, dann hängst du noch richtig tief in der Gosse, wenn du das noch denkst. Ja, und ich meine, ich habe es wirklich mit Therapie versucht und ich habe versucht, mir in bestimmten Spielhallen und Spielcasinos Spielverbot geben zu lassen. Diese Rechnung geht nie auf. Was machst du denn? Was machst du vom Beruf? Ich bin Kammerjäger. Kammerjäger? Achso. Schädlingsbekämpfer. Und das heißt, da sitzt du auch gut im Sattel und den Job, den hast du schon. Den habe ich mit Sicherheit die nächsten 30 Jahre sicher. Weil Ungeziefer wird es immer geben. Was ich persönlich so schlimm finde, ist, man ackert sich den ganzen Monat ab. Der Monat fängt bei 1 an und am 31. denkt man schon wieder, wie man das Geld am schnellsten verzocken kann. Bist du denn manchmal in der Versuchung, ich meine, so Massen wirst du ja als Schädlingsbekämpfer auch nicht verdienen, doch irgendwelche krummen Dinger wieder zu drehen, um noch an mehr Geld zu kommen? Das nicht? Nein, ich habe also aus den vielen Jahren Strafverzug also wirklich meine Lehre gezogen und bin also auch die letzten 5 bis 6 Jahre sehr, sehr sauber durchs Leben gegangen. Ja. Ihr geht in so normale Spielhallen oder in so richtige Casinos, in Hallen, das normale Hallen? Beides. Ich finde, das hört sich dramatisch an, was du sagst. Du hast eine ganz lange Karriere hinter dir, in Anführungszeichen, als Spielsüchtiger mit Gefängnisstrafen, mit hohen Verschuldungen. Hast dann auch noch deine Partnerin mit reingezogen, aber ich unterstreiche mal immer, sie ist ja auch Herr oder Frau über sich selbst und hat das auch mitgemacht, also das ist nicht allein deine Schuld, das ist ihre Schuld auch. Ich kann dir mal vielleicht mal, damit du vielleicht sie mal besser verstehst, noch ein ganz kurzes Beispiel geben. Es ist ein paar Jahre her, da gab es noch die D-Mark. Da hat sie ein Sparbuch gehabt. Dieses Sparbuch habe ich unberechtigterweise hinter ihrem Rücken geplündert mit 2500 Mark. Und habe versucht, dieses Geld, was weiß ich, zu verdoppeln, zu verdreifachen. Denk dir irgendeine Summe aus. Das ist natürlich nicht gut gegangen, wie immer. Weil die Spielerweisheit sagt, wenn man in ein Spielcasino geht und versucht, sein Geld zu vermehren, wird es meistens immer in den Abgrund. Wie hat sie denn darauf reagiert, dass du ihr Sparbuch geplündert hast?
Ich war dann zumindest manns genug und bin nach Hause gefahren und habe ihr das erzählt. Mhm. Ich habe natürlich 2 Ohrfeigen kassiert, mit Recht. Mhm. Aber sie hat aber dann ganz was, etwas ganz Wichtiges zu mir gesagt. Sie hat gesagt, das Geld ist für mich zweitrangig. Wichtig ist, dass ich dich im Grunde meines Herzens immer noch liebe. Ja, das ist natürlich auch ganz toll. Aber das hilft jetzt im Moment euch auch nicht weiter, dass ihr euch liebt. Richtig. Zumindest nicht in dieser Problematik. Das ist toll, dass ihr euch beide habt. Aber ich finde, Timo, dass da nur eine Radikallösung hilft. Eigentlich ja. Und deswegen, ich hatte vorhin schon mal mit jemandem von deinem Team gesprochen, dass man da vielleicht mal mit einem Psychologen sprechen kann, weil es muss irgendwann mal jetzt für mich eine Möglichkeit geben, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich wieder Gefahr laufe, wieder in den Abgrund abzusteigen. Ja, so hört sich das für mich auch an. Also du kannst natürlich gleich sofort gerne mit meinem Psychologen sprechen, um da einige Sachen mal rein praktisch durchzugehen, was ihr da machen könntet. Ich finde die Radikallösung nötig. Ich finde, dass auch zwischen euch beiden muss etwas klargestellt werden. Das heißt, ihr müsst zusammen letztendlich zu einer etwas unternehmen und euch auch klar sein, gemeinsam, was da los ist. Aber was ich persönlich so schlimm finde, ist eigentlich die Tatsache, dass ich immer wieder irgendwie eine Möglichkeit finde, sie da mit runterzuziehen. Ich persönlich finde mich, für mich im Inneren finde das eine ganz große Sauerei. Okay, das ist jetzt der wichtige Schritt der Erkenntnis, sage ich mal, und der Einsicht. Auf der Stufe kann man natürlich auch stehen bleiben und immer wieder sagen, ach, wie schlimm, was ich immer tue und wie schlimm, dass ich sie mit reinziehe. Das haben wir jetzt schon gebongt. Das finde ich gut, dass es so ist, aber der nächste Schritt muss folgen. Der nächste Schritt muss sein, eine klare Handlung. Was man im Falle einer solch verwurzelten Spielsucht macht, das wird dir jetzt mal ein Psychologe sagen. Was man auch in dem Fall macht, wo ein Paar quasi da so reingezogen wurde oder sich selbst reingezogen hat. Das ist auch ein Fall für einen Psychologen, finde ich. Dass ihr beiden müsst im Prinzip mit einem Psychologen zusammen erstmal eure Situation klären. Mhm. Und danach muss es weitergehen, aber so richtig radikal. Richtig. Und jetzt legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und da gibt's die praktischen Tipps, wohin und mit wem und so weiter. Ist okay, Domian. Alles Gute, Timo. Schönen Gruß an deine Freundin. Mach ich. Danke. Tschüss. Und Jeanette habe ich hier noch. Hallo Jeanette, 19 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, ja, es geht darum, dass es halt in letzter Zeit geht es mir gar nicht gut. Warum? Was ist los, Jeanette? Ja, ich ziehe mich halt mehr und mehr so zurück und ich nehme halt alles persönlich und Seit wann ist das so? Also ich hatte das schon vor 3 Jahren gehabt, aber seit 4 Monaten ist es halt schlimmer geworden. So. Ist vor 4 Monaten irgendwas geschehen? Nein, eigentlich nicht. So. Aber es ist einfach so gekommen wieder. Ja, aber vielleicht war da doch irgendwas vor 4 Monaten, was dich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Kann das sein? Irgendein Streit, eine Beleidigung oder irgendwas? Also es ist so, es ist schon immer so, auch jetzt, wenn ich habe Beispiel Angst vor Gesprächen, weil in jedem Gespräch fallen ja viele Wörter halt vor. Ne? Und ich verstehe dann hinter jedes Wort dann, ich lege jedes Wort auf die Goldwaage. Ja. Und dann nehme ich das halt gegen mich so alles. Ja, aber was ich jetzt so sage, ich meine es ja nicht böse. Ich sage ja nichts gegen dich. Ich wollte nur einfach so fragen, um erstmal so ein bisschen Einblick zu haben. Also, ja, aber das ist halt mein Problem, dass ich halt, ich gebe jetzt ein Beispiel, wenn ich mit meinem Bruder sitze zusammen. Ja. Und ich weiß ganz genau, mein Bruder liebt mich, liebe ihn und er mischt mir nichts Böses. Aber trotzdem im Gespräch, wenn er was sagt, dann auf einmal nehme ich das persönlich und ich bin halt misstrauisch und ich komme irgendwie gar nicht mehr damit klar. Deswegen frage ich so, wenn du so misstrauisch bist und das persönlich nimmst, ob du eine schlechte Erfahrung mit einem Menschen gemacht hast, vielleicht vor einiger Zeit. Was ich schlecht, nicht unbedingt schlechte Erfahrung, aber... Aber? Ja, vielleicht früher mal, aber ja. Was war früher? Ja, dass ich halt meine Eltern halt früh verloren habe. Sind die gestorben, oder?
Nee, die haben uns Kinder einfach alleine gelassen. Ach so. Ja, das ist natürlich schon mal eine gewichtige Sache, Jeanette, die einen sehr begleiten kann, auch wenn man ein bisschen älter wird und einen sehr... Jetzt geht meine Sendung gleich vorbei. Ja, das aber, wird man. Aber ich will dich nicht allein lassen. Du machst mal Folgendes, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Okay, danke. Bis gleich, Jeanette. Tschüss. Tschüss. In der Technik war heute Matthias Neef. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1.